Hallo, guten Morgen. Ja, ich habe hier gestern was begonnen mit den Tulpen von Silke, die ich bekommen habe. Ich zeige euch mal das Foto hier. Da habe ich gestern begonnen. Ich muss sagen, der Vordruck hier ist wunderschön. Ich habe mir überlegt, vielleicht mache ich mir das als Perlenmal. Aber jetzt mache ich erst einmal das hier sticken. Ja, ich habe. Ups, man sieht nicht. Ja, und das Dreier was gemacht. Jetzt muss ich mal gucken. Hier habe ich was gemacht. Das sieht man hier ganz schlecht mit die Farbe. Hier etwas und da. Und so Stück für Stück. Ja, ich muss sagen, es ist Konfetti pur. So, mal sehen, ob ich gut in der Kamera komme. Ich habe jetzt das blaue Kreuz. Ich werde mit euch mal sticken. Es ist so dicker, man kann es ja nicht waschen, ne? Weil dann ist alles raus. Und gestern habe ich so geschwitzt, es war so warm. Da dachte ich mir nach, ach so, halt, ich muss ja einzelne Kreuze machen, ich kann ja nicht wieder zurück. So geschwitzt dort schon. Na, jetzt wollen wir die ganzen Farben weggehen, aber es ist auch nicht so schlimm. Ich habe ja guten Vordruck. Nee, es ist noch alles ganz zum Glück. Ja, sobald ja Wasser. Auch wenn man schwitzt, noch in den Händen, kann die Farbe auch verschwinden. Hier mache ich die Kreuze alles einsammeln. Das Grüne hier, da habe ich schon geguckt, was das ist. Das kommt weiß. Also das kann ich dann immer so auf einer Reihe und dann zurück, so ganz normal machen. Aber bei dem jetzt hier, ja, unterhalb Konfetti mäßig, ups, mache ich das anders. Und dann ist es auch so steif. So, also das war ja sowas von warm gestern. Und ich sollte ja gestern Abend Unwetter geben oder auch Regen. Naja, die haben noch ein paar Fotos gemacht. Blitz, 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 sagen wir immer jedes Mal. Aber kein Regen. Dann in der Nacht, so kurz vor zwei. Es war aber echt kein Regen gewesen. Kurz vor zwei hörte ich was. Oh, es regnet. Ah, das war ja auch kein Regen. Das waren nur ein paar Tröpfelchen. War nicht viel gefallen. Und doch ist es heute, na, ich komme nicht rein, etwas kühler, obwohl gar nicht so Regen gefallen ist. Aber macht nichts. Ist super schön. Endlich mal. Das Haus ist eine blanke Sauna gewesen gestern. Oh, nee. So warm. Das ist nicht normal. Ja. Ich hatte ja vor, mal nach
Utrecht zu fahren. Aber mein Freund sagt, nee, das ist noch zu warm. Da sage ich, wo ist es denn warm? Es ist da kühler geworden. Nee, das können wir morgen machen. Morgen ist sowieso du Start, da bist du ganz frisch. Ich sage, ja, ich tue mich jeden Tag beinahe bei die Wärme duschen, aber ich darf nicht so viel duschen, hat der Arzt gesagt, weil ich trockene Haut habe und ich schuck und kratze mich dermaßen. Wenn man da zu viel duschen tut, ist das nämlich nicht gut. Naja, ich wasche mich ja ganz kräftig nur. Und frisch, dass man frisch ist. Und das mache ich ein paar Mal am Tag. Ich schwitze so sehr. Ich habe mir. Ach ja, und ich hatte ja noch Probleme mit den Füßen. Und gerade mit den Infus, mit den kleinen Zehen. Ich hatte solche Schmerzen. Ich dachte, Medikamente helfen nicht, Schmerztabletten helfen nicht. Die Creme, die ich habe, hilft nicht. Alles hat nicht geholfen. Und da habe ich mir gedacht, weißt du was? Ich kühle meine Füße mit kaltem Wasser. Das tat doch echt gut für den ganzen Körper. Und was ist? Die Schmerzen sind weg. Ich habe das jetzt 3 Tage lang gemacht. Und das war super. Und ist auch für den ganzen Körper gut. Und jedenfalls habe ich dann keine Schmerzen mehr. Also da bin ich erst einmal eins weg davon. Und mein Knie ist ja auch nicht besser. Und das habe ich dann auch immer gleich mitgekühlt. Ist nicht ganz weg. Kleines bisschen weniger geworden, weil ich das auch mitgekühlt habe. Ja. So Fußbad tut Wunder. Mit kaltem Wasser. Zum Glück ist in der Badkammer oder Badezimmer das Wasser frisch und kalt. Was in der Küche ist das Wasser zu warm. Naja. Weil es ist deswegen, hier ist kein Kreuz. Hier habe ich was vergessen. Was war denn das? Oh, da muss ich das noch ausbessern. Was wollte ich denn sagen? Ach ja, weil im Badzimmer direkt aus dem Grund rauskommt und das, was aus der Küche geht, vom Bad nach Küche und am Flur, und darum ist das so warm. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber ich denke mal, ja, das ist. Die Symbole hier habe ich festgestellt, ich habe hier, ich weiß jetzt nicht, ach ja, so blaues Pfeil und dann hatte ich ein Kreuz, blau. Ach nee, das mache ich ja jetzt. Nee, was war denn das? Nee, ich hatte rot gehabt. Es war eine rote Farbe. Ach ja, hier. Hier sieht man es. Das ist nämlich ein Pfeil. Und ich habe immer gedacht, dass es ein Kreuz ist. Oder ein Plus. Jetzt muss ich mal gucken, was das sein sollte. Ja, ein Plus. Ich habe ein Plus,
ein Kreuz und ein Pfeil in Rot. Und ich habe immer gedacht, dass es so ein Kreuz ist. Hier ist nämlich auch Kreuz und Kreuz. Und hier ist wieder Pfeil. Das habe ich gestern nicht so gesehen. Hier sieht man es auch nicht so richtig. Ist das nun ein Plus? Ach nee, ist gerade um Plus, nicht Kreuz. Um ein Plus, so war es. Plus und ein Pfeil. Und das sieht aus wie ein Plus für mich. Es kann auch Pfeil sein. So war es, kein Kreuz, ein Plus. Plus und ein Pfeil. Die zwei. Oh, gut, dass ich eine gute Vorlage habe. Da kann ich immer gucken. Sonst tue ich mich dann versticken. Ja, hier habe ich nämlich auch eins vergessen. Hier. Ich habe aber keine roten Punkte mehr hier. Das sind Kreise. Direkter Punkt. Die habe ich schon alle weggemacht. Da war nicht so viel. Ja, da muss ich mal sehen, wie ich das mache. Ich mache jetzt erstmal blaue Kreuze. Gestern hatte ich rot gehabt. So. Ja, ich könnte das immer so machen. So wie die anderen alle. Ich mache das einzeln, das ist mir zu dicke. Und ja, ich habe sowieso Probleme mit meiner Hand. Die tut sehr weh, seit ich den Krampf hatte. An den Sonntag, wo wir nach Hause gefahren sind, habe ich Krampf bekommen mit meinem Finger. Da war sowas von krumm gewesen. Das hat solche Schmerzen gewesen. Und seitdem habe ich das Problem. Ja. Ich denke, dass alles mit der Arthrose zusammenhängt. Mein Vati hat aber auch Nervenprobleme. Kann sein, dass es bei mir genauso ist. Da hatte das auch so. Aber ich habe nicht viel gemacht mit der Hand. Überhaupt nichts. Ich hatte ja in Urlaub gar nichts gemacht. Ich hatte ja Stickzeug mitgenommen. Nichts gemacht. Gar nichts. Nicht mal Karten, die ich mitgenommen habe, Karten zu besticken. Für Geburtstage und so. Nicht mal das habe ich. Na. Die hier unten, die muss ich auch noch mitnehmen. Ach, da bin ich jetzt wieder raus. Das ist doch mal so versuchen. Ja. Es funktioniert. Und das sind drei. Ach ja, und die muss ich mit drei Fäden machen. Weil das 11 Count ist. Und jetzt hat sich das hier irgendwie verfetzt. Ja, mit drei Fäden. Ist nicht so mein Ding, aber ich muss sagen, ups, das ist sehr dünner Garn. Nämlich die Garn, die ich habe, sind ein bisschen stärker. Ich denke mir, dass ich die dann mit zwei Fäden machen kann. Aber naja, ich mache das jetzt so. Und ich vergesse jetzt hier wieder ein volles Kreuz zu machen.
Ich hoffe, ihr seid in der Kamera drin. Schon ein bisschen rüberschieben. Der Tisch ist auch so ein Wackelding. Darum wackelt das Handy, weil das am Tisch befestigt ist. Das ist auch die einzige Möglichkeit, um feste zu machen. So. Ich wollte euch mal kurz mitnehmen. Ein paar Stiche habe ich gemacht, aber man sieht ja nicht viel. Hier sieht man ja, hier ist ein bisschen dunkle Farbe, grau. Dann, wenn ich das hier, die unteres fertig habe, werde ich dann die grünen Felder machen. Das ist dann weiß. Ich könnte hier auch in der Mitte anfangen. Das Gelbe und das Rote machen. Da muss ich mal gucken, was es wird. Und ich muss sagen, mein Freund sagt auch, das sind wunderschöne Farben hier. Das Rot, wenn man das so sieht. In der Kamera sieht man das nicht so. Aber in der Natur, wow. Das ist ein wunderschönes Rot. Das wird die Tulpe. Ja. Sieht man gar nicht. Also im Video ist das viel heller. Und das ist hier in der Tür viel dunkler. Und die 25 habe ich auch noch mal das Rote. Das zeigt ja mal viel heller. Komisch. Es zeigt nicht so richtig die Farben in dem Video, wie es wirklich ist. Na gut. Wo bin ich jetzt? So. Ja. Na. Ja. So, was gibt's noch? Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gesagt habe. Ich möchte hier nach Uede, ja, oder in der Stadt, ja, gleich hier in den Bus. Ich weiß es noch nie. Ja, ich habe noch was, brauche noch was. Das kriege ich nur in der Stadt. So. Ach, die Tür ist hier auf. Wir haben aber so Vorhang wegen der Fliegen, aber trotzdem kommt jemand noch durch. So. Okay. Ja, das habe ich gestern begonnen und dann habe ich ja noch das andere Bild. Das habe ich auch begonnen. Wann habe ich denn das begonnen? Ups, das weiß ich nicht mehr. Ja, muss man sehen. Ach ja, jetzt ich habe das schon wieder vergessen, dass das mit der Waffe, Erdbeere und Schlagsahne und sowas. Aber wann habe ich denn das begonnen? Da habe ich auch schon ein kleines Stück schon gemacht. Dann werde ich auch noch ein Anstieg-Video machen. Da habe ich schon begonnen, aber macht ja nichts.
Und ja, ich glaube, die Fliege will mit in die Kamera. Ups, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Komisch. Ja, die Fliege weg. Müssen wir gleich dann auf Jagd gehen. Das sind nämlich solche komischen Fliegen. So, jetzt mache ich das mal so. Ja, das strengt mich immer so sehr an mit meinen Fingern. Aber ich muss sagen, wenn ich das so einzeln mache, werden die Kreuze bei mir besser. Als wenn ich das so mache. Ja, ich muss ja dann anders reinstechen. So. Ich habe ja so vieles vor. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen könnte, müsste. Ja, mal sehen. Ich weiß es noch nicht. Ich werde jetzt hier erst noch ein Stückchen was machen, dass ich dann vorankomme. Ich denke, dass ich vielleicht doch in der Mitte weitermache mit den Tulpen, wie das aussieht. Und jetzt kommt jemand. So. Halt. Lass mal gucken, dass ich nicht 6 Fäden sticke. Bisschen ziehen. Ja, da gehe ich jetzt hier hoch. So, dann werde ich dann erst einmal stoppen. Vielleicht nehme ich euch dann mit, wenn ich die Tulpen mache. Ich wollte den Faden erst einmal beenden. Ich habe jetzt so ein Vordruckbild lange nicht mehr gemacht. So. Ich mache den Faden noch mit euch. Beendigt damit. Und da alles verstickt ist. Ja, mit solchen Kreuzen, weiß und grau, das ist viel zu machen. Das ist auch normal, was ich jetzt hier mache, weiß. Außer echtes Weiß ist es auch nie. Das ist jetzt muss ich mal gucken. Das ist die 37, 56. Ja.
bin ich jetzt? Der 42, ja. Das ist kein richtiges Weiß. Das ist auch so ähnlich wie Weiß. Ups. Schaut mal. Das ist das hier. Das schimmert so ein bisschen mehr nach Blau. So richtig weiß ist es hier aber überall nie. Das ist das hier, was das Blaue wird. Davon habe ich auch schon was gestickt. Ne, so echt weiß ist gar nicht hier drin. Okay, bin ja gespannt, wie es aussieht. Gerade mit den Tulpenfarben, die zeigen nicht so richtig im Video an, wie sie echt sind, die Farben. Warum? Keine Ahnung. Die Kirchenglocken läuten. Das wird wohl 11 Uhr sein. Brauche heute nicht zu kochen, ich habe noch Reste von gestern. Das wird noch weggemacht. So. Ach, ich wollte anders Strom. Machen wir das. So geht es aber auch ganz gut. Na, so, ich habe es beinahe geschafft. So, machen wir in der Richtung. Na, die Löcher sind groß und doch komme ich nicht rein. So. Das sind ganz schöne, sehr lange Fäden. Zum Glück. So, jetzt kann ich das schon machen hier. Irgendwie, muss mal gucken. Das sieht so, fühlt sich so komisch an. Nee. Ja, ich rutsche immer hin und her. Mit dem Stoff, weil die Tafel ist so glatt. Hier so echte glatte Tafel. Wie früher mal in den Eissalon. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. In den Eissalon die Tische. So in der Art ist das hier. Einmal so ein Tisch. Ich muss, glaube ich, mal den Faden irgendwie da hat sich gedreht. Ja, mit drei Fäden ist nicht so mein Ding normal, aber ich muss sagen, das geht ja noch. Das ist nicht ganz so dick. Ich hatte schon mal viel dicker gehabt. Die Fäden hier sind sehr dünn. Hat die Fransen schnell, muss ich sagen.
sieht man hier, das auch so ausgefranst. Man kann auch hier rein und das so machen. So, hier habe ich noch drei Kreuze. Mal sehen, wie viel ich noch machen kann. Ach, wenn ich das nicht gut sehe, gibt es doch nie. Jetzt findet das Loch nie. So. Da kann ich ja hier oben noch ein Stück machen. Der Faden ist noch lang genug. Na. Ja, man kann mit den langen Fäden ganz schön viel sticken. Ich werde dann bei den Rot, bei den Tulpen mal anfangen. Wollte ich ja erst doch überhaupt machen. Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen, ja, nicht gut nachgedacht. Na gut, dann mach ich das so. Und so. Ja, ich werde doch stoppen. Ich muss jetzt. Na. Hier stimmt was nicht mit dem Faden. Sind wir hier, warum der hier so kurz ist und da ist noch so lang? Keine Ahnung. Da ist bestimmt kaputt gegangen. Ich habe nämlich auch ein kleines Stück liegen gehabt. Ja, das ist ausgefranst. Ja, auch. Naja, ich stoppe damit. So, das war's erst einmal. Und vielleicht sehen wir uns dann, wenn ich das ja mache. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Und tschüss, euer Engelchen Gabriel. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.